Fangen wir an mit EMEA. Wir gehen jetzt einfach mal die Gruppen durch und äh, sagen dann unsere Favoriten. Jeweils äh, gehen wir mal in EMEA, starten wir rein. Und zwar in Gruppe A haben wir Foot Heretics Giant X und Carmine Corp. Ähm, ist eine Gruppe, wo ich glaube, dass da jetzt kein großer Turnierfavorit mit dabei sein wird. Ich glaube, die großen Augen sind auf Foot. Ich würde sagen, Foot Heretics bin ich bei äh, Foot Actually. Ähm, ich glaube, das ist so die... Muss, auf, muss, muss, also auf. ja. Also, Foot, äh, ich glaube, wir haben wir haben bei unserer letzten EMEA-Titel, die wir gemacht haben, Foot auf 5. Ja. Und da haben wir auch viele geschrieben. Ah, Junge, da waren noch. Äh, ja, ey, ey, ja, eigentlich. Die, die ja, Low ja. Digga, hör halt zu. Wir sagen, Junge, 5 kann alles sein. <laughs> bis auf Fnatic. <Phenetic>. Aber, <laughs> aber da kann halt alles sein. Nee, da ist eigentlich. Ja, wo ja. Äh, ich glaube, wir hatten Foot 5, Giant 6 oder so. Giant, Giant X, ja. Ganz toller mhm. Name auf jeden Fall, bei the way. Ähm, einfach die Roster im Vergleich, da ist natürlich ein dicker Unterschied. Also, Foot, letztes Jahr natürlich haben die uns positiv überrascht, haben viele positiv mm -hmm. überrascht, in, in internationalen Turnieren, sogar in Playoffs gewesen. Und, und dann quasi unserer Meinung nach verstärkt, ne? mit Zenith als Duel ist mm -hmm. jetzt Verstärkung. J2J auch neu, sieht also in der Offseason, was man gesehen hat, ja, ist nur Offseason, aber er sah ganz gut aus. Also, die können gut sein, die können auch. Ähm, Besser sein als fünfter Platz. Mm. Also Futter hat auf jeden Fall Potential und dann guckt ihr halt das Heretics-Team an. <laughs> ja. das spielt Benji Fishy mit, ja. Das ist sehr gut. Am Heretics ist halt Kandidat, das schlechteste Team der Liga ja. zu sein. Ja. Da, da gibt es so ein paar andere Kandidaten, aber ja. Heretics ist Kandidat, ja. ja. Ähm, wobei das ja bei dem kickoff turnier kann man es ja nicht mal gut vergleichen. Das ist richtig, ja. Ähm, deswegen ist das schwierig zu sagen. Giant X gegen K-Corp. Ähm, K-Corp ja von vielen Leuten auch. Irgendwie doch, also sagen, dass wir das halt zu schlecht ranken, K-Corp, ähm, ist eine interessante Meinung. Also, wir hatten sie halt um 10. Letzter. Ja, und ja. wenn man sich Heretics und Koi und so anguckt, ähm, ich verstehe, wenn man sagt, K-Corp wird nicht Letzter. Mhm. Giant X jetzt natürlich mit Redguards, als IGL, da sind jetzt viele Liquid-Fans, die sagen: Jungs, das kann man nicht gut raten. Ist eine Flasche. Das <laughs> ist eine Flasche. Ähm, das Ding ist, ich. ich ich belief halt in die Nukis Supremacy, Alter. Ähm, ich belief auch generell immer noch. Also ja, Redgar und Liquid hat jetzt nicht funktioniert, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, das kann, also es kann halt nicht hart scheiße sein. Ich glaube, das wird eins der interessanteren Matches. ich glaube, das wird ein relativ spannendes Match. Ich würde aber, also mein Gut-Feeling sagt mir, erstes Spiel Giant X. Also, ich finde, man muss auf jeden Fall sagen, Giant X ist Favorit. Mhm. Aber es ist Upset Potential. Mhm. Und äh, gehen wir mal bitte auf das, äh, auf das Match. Wenn man sich das Team von Giant X anguckt, die haben ja letztes Jahr Champions gespielt. Ähm, und der einzige Unterschied zu dem Team letztes Jahr ist ja IGL. Letztes Jahr war es äh, Rhyme, der ist jetzt quasi retired, der hat gesagt, Welle und Esports, ciao. <lacht> <lacht> ähm, und Redgar ist rein als IGL. Aber grundsätzlich war dieses Giant, Giants Team letztes Jahr eigentlich ganz gut. Und auch Main-Carry war ja auch Fittinho, auch bei Champions. Also Fittinho hat mich sehr positiv überrascht mm. zum Ende letztes Jahres, der war echt sehr gut. Ähm, Nukie ist potenziell mechanically ein verdammt guter Spieler. Hoodie sah ganz gut aus, Cloud hat Potential. Also das ist eigentlich ein ordentliches Team. Und du hast nur eine Veränderung gemacht. Das Problem ist, die Veränderung ist halt IGL. Das ist natürlich eine große Veränderung. Ja, auch gerade nach dem letzten Jahr von Redgar ist es halt ein kontroverses Thema. Ne? Das ist so, ja. Das ist so. Aber trotzdem, äh, wenn es hier darum geht, wie nehmen wir jetzt am Ende Giant X? Ja. ja. Aber ähm, es gibt Absolute Potential. Also ja. bei Heretics Foot sehe ich gar kein Absolute Potential, aber bei Giant X kam mein Kopf schon. Ja, Heretics äh, Corp ist, oder K-Corp ist dann natürlich aber wieder interessanter. Ich würde da tatsächlich aber mit K-Corp gehen. Actually. Ja, ja, ja. Was Schön ich, was mit ich halt einfach Red und Martin. Äh, Was ich halt einfach Bisschen dumm finde an dem K-Cop-Team ist halt so: Du nimmst Magnum von Apex, der ein, der ein sehr gutes Tier 2 Jahre gespielt hat. Mhm. Ey, fast jedes Team, wenn die Magnum genommen hätten, hätte ich gesagt: Ja, ey, Digger, so der hat sich das verdient, der soll VCT spielen. Mhm. Aber K-Cop nimmt ihn jetzt als IGL in der Rolle, die er gar nicht gespielt hat. Mhm. Also, da, das sehe ich halt ein bisschen ähm, fragwürdig so. Also, mhm. eben vielleicht ist Magnum ein guter IGL, aber. Jetzt würde ich mir die, mich, mich nicht hinstellen und sagen, yo, das funktioniert bestimmt mit, mit, mit äh, Marknummer als IGL. Und auch die Leute sagen halt so Firepower technisch zum Beispiel in der Raid, sagen sehr viele, hm. der ist ziemlich gut. Ähm, muss ich es erstmal sehen. Ja. Aber grundsätzlich ja, auf, ich würde schon sagen, jetzt auch, die sind besser als Heretics. Mhm. Foot Giants oder Giant X. Ähm, das kommt für mich dann krass darauf an, wie gut ähm, Giants gegen Kekob auch spielt. Ich würde jetzt erstmal so vom Gut-Feeling im Vorhinein sagen, bin ich noch bei Foot. Ja. Aber das kann sich halt ändern, ja. je nachdem, wie Giants halt spielt. Ne? Aber ich würde jetzt erstmal die Foot nehmen und Mirror Matchup, beziehungsweise äh, Repeat Matchup. Kann natürlich sein, dass, äh, dass K-Cop sich hier jetzt gut einstellt, dann am Ende des Tages und Giants gebrochen ist durch den Foot Loss. Ähm, aber auch hier würde ich einfach nochmal Giants nehmen. Bin ich dabei, ja, ja. bin ich dabei. Ähm, gehen wir in Gruppe B. Navi, BBL, ich sag keine Chance, ich glaube Navi. Also, Na also wenn Navi dieses Jahr nicht gut ist, dann heul Also dann habe ich auch keine, keine Hoffnung mehr, an Navi für die Zukunft. In Navi wieder das alte Gold-Roster mit Angel, Shao, Zippern, Suigetsu und Adis und bei BBL, Qusion, X, Brave, Elite, Pora und Reezy. Ich glaube nicht am BBL, ich glaube nicht, dass sie krass sein werden. Ähm. Und bei Navi, also wie gesagt, das Team ist proven gut. Ähm, man hat, finde ich, auch letztes Jahr gemerkt, dass jemand wie es einfach gefehlt hat, von der Mood auch. Mhm. Ähm, Mut auch. Und halt da so ein bisschen die Wildcard, ja. ne? Ja, genau. Deswegen sage ich, Navi gewinnt das und Navi wird auch hoffentlich eine Rolle spielen wieder. Ja. Unser, unser Main-Punkt, wenn wir über Navi reden, ist ja jedes Mal, äh, wie gut können die tatsächlich wieder sein? Also ja. schaffen die es mit dem Comeback von Adi so auf das alte Level zu kommen? Ja. Aber da geht es ja dann eher darum, wo ist das Ceiling? Und hier mhm. spielst du halt gegen BBL und dann muss dieses Team halt reichen, um BBL zu starten. Naja. Liquid gegen Movistar Koi. Ähm, also bei Liquid Yampi, Nats, Enzo, Mystic, Kiko. Und bei Koi Shadows, Starzo, Kamo, Shadow und Grobino. Ähm, also mich würde es überraschen, wenn Liquid das verliert. Ich glaube nicht, dass Koi krass sein wird dieses Jahr. Und Liquid muss das gewinnen. Nein, auch. Ey, guck mal allein bei Koi die Tatsache dass du noch ja. relativ kurzfristig einfach Tracks weggibst. Also ist ja in deiner Gewalt zu sagen, und nee, wir behalten nicht. nicht mal bei Vitality spielt für Kickoff. Das ist auch eine andere Sache, ja. da kommen wir gleich. Ja. Ähm, das ist, also dass du Tracks halt äh, so weggibst, ist ja das Zeichen, okay, mhm. sportlich ist uns auch egal. Ja, ja. Deswegen, äh, ich bin hier bei Liquids. Ähm, BBL-Coy, ich glaube, also wäre mein BBL-Win-Sieg? Ich glaube, die gewinnen ein Spiel, das wäre das Spiel, was sie gewinnen. Hier Klassiker. kommt es halt wieder drauf an, ne? Ich sag, Navi scheiß drauf, verliert, Navi gewinnt hier, aber und so. Das wäre ein typischer Verlauf. Das wäre ein Navi typischer Verlauf, ja. ja. Die, die Frage ist halt, oder die, die Tatsache ist ja, dass Liquid, wo man sie in der Offseason gesehen hat, nicht so gut aussahen. Mhm. Und das war ja auch bei dem, wie hieß das Turnier? Das war doch das, das Freaker turnier ne? wo Liquid dann auch war. War das Liquid, wieder da auf waren, wo Sentinels gewonnen hat? Ja, Africa TV. Da ja, war ja, da er dabei. Ne? dabei ja, ja. Ja. Und da sahen sie halt, da haben sie auch gegen Sentinels dann verloren, da sind sie rausgeflogen wenn jetzt nicht alles durch. Mhm. Ähm, sie sahen halt nicht so gut aus. Also so, da wo man Liquid in der Offseason gesehen hat, sah das alles relativ shaky aus. Ich glaube, Kiko hatte auch eine Map, wo er katastrophal war mhm. in dem Afrika-Turnier. dann hat er sich ein bisschen gefangen. Ähm, wenn man die Offseason mit reinnehmen möchte, dann sind die Erwartungen vielleicht nicht ganz so für Liquid. Aber wir sind ja auch jedes Mal die, die sagen: Offseason darfst du nicht so bewerten. Ja. An sich, wie dieses Team ja Liquid zusammengebaut wurde, ist ja: Wir haben den Apex Core, also der, der Core, die, die, die Basics, so die Basis, die ist krass. Und äh, die Frage ist eher so: ist das Ceiling? Der, der Zweite in der Gruppe kommt ja nur in diese Play-ins erstmal, ne? Mhm. Der Erste kommt der erste direkt. Erstes Safe weiter, zweites Play-ins. Ja. Ist schon, ist schon nicht unwichtig zu gewinnen auf jeden Fall. Mhm. Ne, ich, sa ich sag Navi gewinnt. Ich sag Navi gewinnt. Ich würde sagen Navi gewinnt, ja. Okay. Und hier Liquid. Das gewinnt BBN nicht. Also in keinem Fall, egal ob Navi oder Liquid, das gewinnt BBN nicht. Aber ich beliefe in Liquid. Also für mich wäre das typisch Navi, wenn sie das verlieren. Ich persönlich beliefe auch in Liquid. Gruppe C. Ähm, ja, Vitality Gentlemates. Wir haben in unserer Tierliste Vitality auf 2 gemacht, hinter Fnatic. Ja, mit der Begründung, Trax spielt. Absolut richtig. Und wenn du jetzt mal auf das Vitality Gentleman's Match gehst, dann sehen wir, dass Trax nicht spielt, sondern. Destrian, der, der eigentlich Destrian soll eigentlich raus für Trax, mhm. nur ist jetzt so, ich weiß, ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt, das habe ich auch vergessen jetzt. Das warum, ist jetzt nur für Kickoff, dass Destrian nicht spielt. Aber warum Trax nicht kann, meine? Das habe ich nicht gefunden. Das, das kann ich jetzt gerade auch nicht äh, genau sagen, ob es persönliche Gründe sind ob es ja. irgendwie vertraglich irgendwas ist oder so. Auf jeden Fall kann Trax nicht bei Kickoff spielen und auch bei Masters nicht, falls sie da sein sollten. Mhm. Erst danach äh, ist Trax da. Das heißt, sie spielen jetzt noch mit Destrian. Und das ist schon ein Unterschied. Mhm. Aber ich finde es trotzdem erstmal verwirrend, dass jetzt dann Tracks kommt, aber dann doch nicht spielt. Und, ne? Also ja. wenn du ihn haben kannst, unter den Umständen nimmst du ihn trotzdem. Ne? Naja also, klar. Vielleicht hätte man sich früher darum kümmern müssen, so, aber. Ja. Das, ja. das kann natürlich sein. Gentlemates, Digga, das wird halt schwierig sein, die einzuschätzen. Da ne? sage ich ganz, ganz ehrlich. Ich finde das, find das ganz, ganz komisch. Weil entweder die sind halt richtig gut. Boah, die sind halt nicht gut. Ja, aber also Wasser ist halt richtig gut. Na nee, gut, hier geht es jetzt aber um Vitality-Gentlemen. Ja, das ist richtig. Und das ist für mich irgendwie schwieriger, aber ich sag dir ehrlich, eigentlich müsste ein Scythe da drüber fahren. Aber es ist auch nicht der Duelist-Scythe, sondern es ist der, ich bin äh, Initiator-Utility-Player-IGS-Scythe. <laughs> <laughs> eigentlich schon, ja. Boah, ich habe echt das Gefühl, dass das hier so ein Gentleman-Ding wird, ne? Habe ich brutal im Gefühl. Bin ich dabei, ja, bin ich dabei. Also, ne, ich, ich habe ähm, hab halt eine sehr hohe Meinung von Tracks. Und ich glaube, mit Tracks, also es, es macht alles schwieriger, dass Tracks mhm. später kommt. Und das hat vielleicht auch einen Einfluss auf den Rest des Jahres, wie gut das läuft, wenn ja. Tracks da ist. Aber ähm, mit Tracks ist für mich halt Vitality, ne? wir haben die auf zwei geratet, hinter Fnatic ja. mit Tracks. Ja. Er kann jetzt leider nicht da sein. Äh, aber das, ich glaube, auch mental ist das halt alles nicht so cool für Vitality, dass die jetzt weiter mit Deathstream spielen müssen erstmal. Mhm. Ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Hier wird es dann wieder interessant, ne? Also, ich dir, also da kann ich mir auch vorstellen, dass Vitality sich rafft. Ich würde Vitality, ich glaube auch mit dem, mit dem ganzen Coaching-Staff und so drumherum mhm. den Vitality hat. Also Vitality mhm. ist eine Orga, die sorgen dafür, dass da alles eigentlich top ist, was ja. an Struktur so für das Team, an, was das so angeht. Hier kann ich mir vorstellen, dass das so ein Ding ist. Dass, dass die da in kurzer Zeit sehr viel aus dem Match gegen Gentleman ja. ziehen können und dann im ja. Rematch Favorit sind. Ja. ja. Aber dann müssen wir jetzt erstmal sagen, wer von uns Play-ins, wo wir sagen, Play-ins, wer... Play-ins Play wären dann ja Giants, Liquid oder Navi. Ja. Wir hatten jetzt Liquid. Wir können uns ja. auch Liquid. Ist, mir ja. ist es eigentlich egal, wer der Zweite oder Erste so. Wir haben jetzt Giants, Liquid und Vitality. Und da glaube ich, dass Liquid durchkommt oder auch wenn es Navi ist würde ich sagen Navi kommt dadurch ja 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 so und dann hätten wir Foot gegen Liquidor Navi und Fnatic gegen Liquidor Navi das wären die Matchups dann wäre Fnatic hm. im Finale ja ist richtig ja. Ja, dann wäre Fnatic im Finale ah, Foot also oder? ja unsere, am Ende sind das ja jetzt unsere ja. beiden Teams die bei Masters sind mhm. also Fnatic kommt zu Masters ja. Fnatic und, und Foot Versus oder oder, oder Navi, ja. ja. Und ich sag. Finetic und ich sag ja, Fotschaft zu Masters. Das kann schon sein. Fotschaft zu Masters. Ich sag Fnatic und Navi, Digga. Also ich bin ja auch skeptisch, was dieses navi lineup angeht, dieses Comeback von Alice und so. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass die halt am Ende jetzt ihr, ihr altes Team, mit dem die erfolgreich waren, zusammen haben, das hilft denen, gut reinzustarten. Mhm. Wie das dann ceiling-technisch aussieht. Ob das reicht, um auch Tournaments zu gewinnen international, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, das hilft denen erstmal reinzustarten. Und äh, Liquid hat gestruggelt in der Offseason. Vitality spielt ohne Tracks. Mhm. Und dann ist der. Ich sehe Navi vorne, ja. Ich würde sagen, Fnatic und Navi.